Was brauchst du als YouTuber/Filmmaker? Passion, Leidenschaft, Freude an dem, was du machst? Du musst den Arsch aufreißen können, du brauchst Durchhaltevermögen, bla bla bla. Nein, Spaß und damit herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal bei einem neuen Video. Wahrscheinlich warst du gerade auf der Suche nach einem Video, was dir weiterhilft bei der Suche nach richtigen Techniken, um mit deinem Hobby richtig durchzustarten oder Art und Weisen, wie du dein Hobby zum Beruf machen kannst oder du möchtest einfach nur als Filmmaker anfangen, einfach aus Spaß an der Freude oder du möchtest einfach YouTube starten, deshalb bist du auf diesem Video gelandet oder ich wurde dir einfach nur eine Abo-Box angezeigt und du denkst dir, cool, gucke ich einfach mal drauf, was dieser André schon wieder zu sagen hat. Dann dir auch herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video. Heute soll es um das Thema gehen, was brauchst du, wenn du als Filmmaker anfangen willst, wenn du einfach nur dein Hobby durchstarten willst. Aus meiner Erfahrung heraus, was ich in letzter Zeit so gekauft habe, was ich nicht gekauft habe, was ich dir empfehlen kann, ohne zu sagen, was du unbedingt kaufen musst und was du unbedingt auf gar keinen Fall kaufen solltest. Denn am besten ist es immer noch die Erfahrung selber zu machen, aber ich kann dir auf jeden Fall schon mal mitgeben, was ein totaler Reinfall war, dass du nicht erst 20 Dinge testen musst, um das Richtige zu finden, sondern vielleicht nur 10 Dinge testen musst. Aber starten wir direkt mal durch. Und da fangen wir mal ganz obvious an mit dem Thema Kamera. Und wenn du mich schon länger verfolgst und schon länger Abonnent von meinem Kanal bist, dann weißt du, dass ich öfters mal sage, ich bin nicht so der Fan davon zu sagen, du machst jetzt alles nur mit deinem Handy. Natürlich ist es im Endeffekt nur ein Mittel zum Zweck, und da ein Handy auch eine Kamera hat und mittlerweile immer bessere Kameras, erst recht Videokameras hat, kann man damit auch eigentlich sein Ziel erreichen. Aber ich sag mal so, es kommt darauf an. Wenn du jetzt wirklich, wirklich mit dem Thema, mit dem Thema auseinandersetzen möchtest und wirklich auch das Beste rausholen möchtest, dann kann ich dir eine Kamera mit Wechselobjektiv empfehlen. Da ist es erstmal egal, ob Full Frame oder APS-C oder Micro Four Thirds von zum Beispiel Panasonic, die Lumix-Kameras, die sind auch alle gut. Erst recht im Filmbereich würde ich sagen, es muss nicht unbedingt Full Frame sein. Es hat den besten Look, aber wir möchten ja nicht direkt am Anfang 2.000 oder 3.000 Euro für eine Kamera ausgeben. Und da kann ich dir, um bei der Sony-Welt zu bleiben, sagen, dass man mittlerweile sogar für 400, 500 Euro richtig gute Kameras bekommen. Wenn du einfach nur anfangen möchtest mit dem Thema, auch mit Wechselobjektiven, dann kann ich dir die A6000 einfach nur empfehlen. Starte damit durch. Du kannst, wenn du dich dann hochpushen willst, immer noch die Objektive wechseln, dir teurere, bessere, professionellere Objektive kaufen und da gibt es immer mehr Auswahl. Also kannst du mit einer A6000 für, weiß ich nicht, gebraucht vielleicht 300 Euro mittlerweile, kannst du schon richtig durchstarten und dich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen. Und da kann man wirklich sagen, dass das vielleicht die bessere Wahl ist, damit zu filmen und sich damit anfangen auseinanderzusetzen, um wirklich das Beste aus seinen Aufnahmen rauszuholen, anstatt einfach nur ein Handy zu nehmen. Deswegen zeige ich auch die ganze Zeit dahin, weil mein Handy da liegt. Damit kann man auch was machen, wenn du jetzt wirklich sagst, du hast gar keinen Bock, Geld auszugeben, dann kannst du auch erstmal damit starten, weil ich sage, es ist besser, hiermit zu starten, als gar nicht zu starten, einfach nur eine Ausrede zu finden. Ja, ich habe aber gerade kein Geld für eine Kamera und deswegen kann ich nicht anfangen. Dann starte lieber damit. Ansonsten, wenn du ein bisschen was Geld übrig hast und dich näher damit auseinandersetzen willst, dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, hol dir eine Kamera mit Wechselobjektiv. Dann keine Kompaktkamera oder so, dann kannst du auch direkt dein Handy benutzen. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber in einem anderen Segment. Deshalb Kamera mit Wechselobjektiv, damit du dich wirklich steigern kannst. Und das ist auch die perfekte Überleitung zum zweiten Thema, und zwar das Thema Objektive. Sobald du dich dazu entschieden hast, eine Kamera zu kaufen mit Wechselobjektiven, ist natürlich die Entscheidung, kaufe ich jetzt mit Kit, also im Kit die Kamera mit dem Standard-Kit-Objektiv dabei, oder hole ich es mir ohne Kit-Objektiv und hole mir dann erstmal ein Objektiv dazu. Und da kann ich dir als Tipp direkt mitgeben, was ich am Anfang, ja, direkt am Anfang hatte ich auch ein Kit-Objektiv, aber danach für Fehler gemacht habe, dass ich mich dafür entschieden habe, auch Festbrennweiten zu kaufen. Das war vielleicht nicht die beste Wahl, und zwar haben wir als Beispiel das Sigma 20mm. Ein richtig, richtig gutes Objektiv, ne? Damit kannst du richtig schöne Aufnahmen und besondere Aufnahmen machen. Das Ding ist einfach nur, dass ich mich jetzt eher in den Bereich begebe, mehr zu filmen, und da muss man schon etwas flexibler sein. Ob es jetzt ein 1424 ist vom Sigma, ob es ein, ja okay, ein APS-C und Fullframe ist ein bisschen unterschiedlich, aber egal, ob es jetzt ein Weitwinkelbereich ist, wie Standard 1635 oder 2470, was mich gerade aufnimmt, damit kann man
extrem viel machen. Oder ein 28,75 von Tamron, was ich mir dann auch gekauft habe, was ich jetzt verkauft habe, um mir das 24,70 zu holen. Und du bist ready to go. Und du kannst rausgehen und alles damit machen. Also wirklich am Anfang überlegen, was willst du viel machen? Was brauchst du? Brauchst du sehr, sehr viel Weitwinkel, wenn du dich selber filmen möchtest beim Bloggen oder so? Dann brauchst du natürlich noch was Weitwinkeligeres, wie zum Beispiel das 10 bis 18 mm von Sony F4. Damit kannst du dich auch super vloggen. Richtig schön weitwinklig, cooler Look. Muss man mögen, aber ich finde den Look eigentlich mittlerweile relativ cool. Oder du gehst wirklich in den Standard-Zoom-Bereich, egal ob Full-Frame oder APS-C-Kamera. Dann musst du halt gucken, welche Objektive du nimmst. Aber entscheide dabei weise und vielleicht am Anfang nicht direkt zur Festbrennweite greifen. Viele Leute sagen, nimm die Festbrennweite, um zu lernen, wie es ist, mit Entfernungen zu spielen, dass du wirklich dich selber bewegen musst und nicht zoomen musst, ne, damit du nicht faul wirst. Aber ich bin der Meinung, dass es am Anfang, erst recht beim Filmmaking, beim Fotografieren ist ein bisschen was anderes, aber beim Filmmaking ist sehr, sehr wichtig, flexibel zu sein. Das wäre so der Tipp, den ich dir da in der Hinsicht mitgeben kann. So, das dritte Thema ist ein Thema, was auf den ersten Blick relativ langweilig ist, auf den zweiten Blick dann doch gar nicht mehr so krass, denn es ist extrem wichtig und kann im Extremfall auch sehr, sehr viel Spaß machen oder richtig viel Ärger mit sich bringen, und zwar das Thema Mikrofone. Und da bin ich selbst sehr durch die Hölle gegangen, deswegen will ich dir am besten den besten Tipp dazu mitgeben, dass du ein Mikrofon holst, was am besten alles abdeckt, was du dir vorstellen kannst zu machen. Dann gibt es solche Mikrofone hier, wie zum Beispiel das Sony Gansu Mic, was du oben drauf steckst. Du brauchst kein Kabel, kannst dich quasi selber filmen beim Vloggen, also selber aufnehmen beim Vloggen. Ups. Und du kannst auch zu Hause benutzen. Das heißt, du packst einfach oben drauf, hast kein Kabelgewusel und sowas alles. Also ist das die einfachste Alternative. Mit aber vielleicht nicht dem besten Sound. Da hast du so alles aus jeder Welt irgendwie so vereint. Aber es ist nie so der beste Sound, aber sehr flexibel. Da denkst du jetzt wahrscheinlich, oh cool, dann ist das flexibel, ist perfekt zum Starten. Aber selbst das kann ich dir nicht zu 100% empfehlen, auch wenn es relativ einfach ist. Also du kannst es natürlich nehmen, aber es ist nicht die beste Alternative. Die beste Alternative für mich, für den Anfang, ist auf jeden Fall zu sagen, du holst dir ein Mikrofon, wie mich hier gerade auch aufnimmt, und zwar das Rode Video Micro. Da hast du die Möglichkeit, dir das auf deine Kamera oben drauf zu machen und dich selber beim Vloggen zu filmen, also aufzunehmen, währenddessen du dich filmst beim Vloggen, so. Und du hast auch die Möglichkeit, ein Verlängerungskabel dran zu packen, wie ich es ja auch mache, und das als Shotgun-Mic jetzt hier oder als Boom-Mic zu benutzen. Und du hast das Beste vereint aus allen Welten, finde ich. Die vierte Sache ist eine relativ große Sache, wie ihr seht. Und zwar geht es um das Thema Stative. Und da kannst du dir zum Beispiel sowas hier aussuchen, so ein großes Stativ, was relativ unhandlich ist, aber für Fotografen eigentlich nicht wegzudenken ist. Jetzt geht das Video aber eher um Thema Filmmaking. Und da kann ich wirklich sagen, so ein Stativ ist wichtig, kann wichtig sein, so wie es mich ja auch hier gerade aufnimmt, ne? So mit einem schönen, stabilen Stativ von vorne auf aufzunehmen. Allerdings ist es nicht das, was ich am Anfang empfehlen würde. Nämlich am Anfang würde ich eher das hier empfehlen. Nein, natürlich nicht. Das wäre so eine Sache, die ich nicht empfehlen würde. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ihr seht hier schon, das ist wirklich jetzt nicht die beste Alternative. Das kommt wirklich dabei raus, wenn ihr bei Wish nach Gorillapod sucht, dann kommt das hier dabei raus. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist so ein schönes Ding hier. Und schön, je nachdem, ne? Aber für Handy passt es auf jeden Fall richtig gut. Da kann ich euch das mal hier zeigen. Und ihr habt das Beste aus allen Welten eigentlich vereint, dass ihr sagt, okay, ihr könnt euch irgendwo aufnehmen, indem ihr das irgendwo hinstellt. Ne? Hier so, zack. Ihr könnt das irgendwo hinstellen, euch irgendwo draußen hinstellen und euch so selber dabei aufnehmen. Ihr könnt sagen, ich möchte damit vloggen. So, vloggen geht auch super. Und ihr könnt das auch irgendwo hinstellen und da Fotos mitmachen. Stabile Fotos, Langzeitaufnahmen. Nicht sowas hier, aber dann in der Art und Weise einen Gorillapod zu nehmen. Aber wie ich euch schon empfohlen habe in einem anderen Video, nicht den Gorillapod mit diesem Kopf zu nehmen. Denn wie ihr seht, habt ihr nur diesen kleinen Nöppel hier. Denn dann lieber nur den Gorillapod zu holen und den Kugelkopf von euch selber zu Hause zu benutzen oder auch nachzukaufen. Im Endeffekt ist es eh noch günstiger und hat nicht diese Quick-Release-Plate, die jetzt wirklich nicht so gut ist. Lieber so eine Acra-Swiss-Platte zu haben, wie es auf einem normalen Stativ eigentlich auch zu haben ist, und den Kugelkopf da oben drauf packen, dann läuft das auf jeden Fall schon ein bisschen besser und sicherer, denn schneller ist die Kamera unten, als man denken kann, und dann geht auch so ein Mount schneller kaputt, als man denken kann. Also lieber Flexibilität, anstatt einfach direkt ein großes Stativ zu holen, weil das halt so Standard ist. Dann überlegt mal, was eure Einsatzzwecke sind, und dann könnt ihr immer noch entscheiden. Wenn ihr euch nur zu Hause aufnehmen möchtet, dann empfehle ich euch natürlich eher so ein
Großstativ hier, ne? Ist ja klar. Und so schnell habt ihr dann wirklich auch ein Equipment ready, womit ihr alles machen könnt. Ihr könnt euch damit selber aufnehmen, als Vlogging-Perspektive. Ihr könnt euch damit zu Hause aufnehmen. Ihr könnt euch damit draußen aufnehmen, indem ihr das überall hinstellen könnt. Ihr könnt damit Fotos machen, egal von euch selber oder von der Landschaft oder sowas. Das heißt, ihr seid komplett breit aufgestellt und habt hoffentlich auch nicht zu viel Geld ausgegeben. Ob ihr euch jetzt ein teures Handy gekauft habt oder ein etwas günstigeres Handy und dafür eine Kamera mit Wechselobjektiv, wie ich schon gesagt habe, das sei euch selbst überlassen. Aber ihr habt auf jeden Fall ein Setup, womit ihr euch selber perfekt aufnehmen könnt und das noch mit einem richtig guten Sound, wie ich euch ja auch gesagt habe. Nämlich, das ist schon sehr, sehr wichtig. Beachtet das. Nicht einfach ignorieren, sondern wirklich beachten. Sound ist sehr, sehr wichtig. Jetzt kommt noch eine Sache aber dazu, die wirklich nicht unwichtig ist, und zwar das Ganze zu verstauen. Jetzt habt ihr so ein kleines Setup, ihr habt eigentlich gar nicht großartig was zum Verstauen, aber man kauft sich ja immer so ein bisschen mehr dazu. Und da kommt natürlich hier sowas zum Einsatz, und zwar eine Kameratasche. Das ist jetzt meine alte Kameratasche, die ich mir am Anfang geholt habe, denn da hatte ich auch noch nicht so viel. Das Ding ist aber, was ich euch auf jeden Fall mitgeben kann, kauft euch nicht sehr viel und denkt dann im Endeffekt, wo packe ich die ganzen Sachen eigentlich rein, und schmeißt die einfach nur in den Kofferraum oder in euren Reisekoffer rein und die fliegen da einfach nur rum. Da würde ich lieber sagen, kauft euch erst eine Tasche, auch wenn ihr noch nicht so viel habt. Und im Endeffekt könnt ihr dann immer mehr dazu haben, bis eure Kameratasche platzt. Die ist dann zum Beispiel so aufgeteilt, dass hier oben die Kleinigkeiten reinpacken können, vielleicht ein Objektiv. Und hier unten kommen dann wirklich die Kamera rein und ja, noch ein Objektiv oder so, je nachdem, was für ein Setup ihr eigentlich habt. Und wenn euer Rucksack dann irgendwann zu voll wird, holt euch erstmal so einen Rucksack. Und das ist auch der Rucksack, den ich auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen kann. Das ist wirklich kein schlechter Rucksack. Für den Anfang passt der auch vollkommen, da reicht er vollkommen aus. Das Problem ist aber, die Sachen fliegen hier oben teilweise schon ziemlich sehr stark rum. Deshalb habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, den Amazon Basic Rucksack zu kaufen, den auch relativ viele benutzen. Und wirklich gemerkt, okay, der ist wirklich richtig, richtig gut. Und dann habt ihr so ein Compartment, wo ihr alles schön sortieren könnt. Denn im Endeffekt kommt immer mehr Equipment dazu und dann ist es besser, eine Tasche zu haben, wo alles reinpasst, anstatt eine kleine Tasche zu haben oder gar keine Tasche zu haben und zu spät zu merken vor der Reise, oh, ich brauche ja schon noch schnell einen Rucksack, und dann kauft ihr euch irgendwas. Oder im schlimmsten Fall habt ihr wirklich die Sachen einfach nur irgendwo hingeschmissen und die fliegen dann im Flugzeug. Ihr wisst, wie die Leute mit den Koffern umgehen, und dann im Flugzeug fliegen die ganzen Sachen da rum. Und dann kann ich euch diese Tasche nur empfehlen, und wenn ich das hier gerade schon sehe, ich habe euch jetzt 5 Sachen genannt, das sollten auch nur 5 Sachen im Video werden, aber ich glaube, diese Sache ist selbsterklärend. Natürlich, wenn ihr euch aufnehmt, braucht ihr auch SD-Karten, und da kann ich nur eine Sache zu sagen, kauft euch SD-Karten, die schnell genug sind und die genug Speicherplatz haben, weil nur 16 GB Speicherkarten zu haben, wenn ihr 4K aufnimmt, bringt nichts, und auch zu lange langsame Speicherkarten zu haben, wie Sony das gerne macht, bringt euch auch nichts. Aber ansonsten war es das denn jetzt auch mit dem Equipment, was ihr wirklich am Anfang braucht. Ihr braucht nicht viel. Ihr braucht nur das hier, um euch selber aufzunehmen. Noch ein Mikrofon, damit die Soundqualität ein bisschen besser ist. Und eine Kameratasche, um ein bisschen Raum zu bieten für die Sachen, um euch weiterzuentwickeln. Und da geht direkt die Frage an euch raus, wollt ihr einen zweiten Teil dazu haben, damit das hier so eine Videoserie wird quasi. Denn im Endeffekt ist es das, was ihr am Anfang braucht, aber man entwickelt sich immer weiter. Und dann kommen solche Sachen dazu, die jetzt nicht wirklich unwichtig, ja doch ein bisschen unwichtiger sind sie schon, aber die jetzt nicht direkt für den Anfang ganz, ganz wichtig sind, um sich selber aufzunehmen. Aber dann kommen da zum Beispiel solche Sachen dazu wie eine Drohne, ne? Um professioneller zu wirken, um mal andere Aufnahmen von sich oder von der Umwelt zu machen, ist das auf jeden Fall eine gute Investition. Oder wie ich schon gerade gesagt habe, Festbrennweiten kommen ja später auch noch dazu, um besondere Aufnahmen zu machen. Oder solche Sachen, so langweilige Sachen wie zum Beispiel Backup-Thema, ganz, ganz langweiliges Thema, aber auch sehr, sehr wichtig, umso weiter man kommt. Oder solche Sachen wie ND-Filter sind auch sehr, sehr wichtig, um professionelle Aufnahmen machen zu können. Denn es bringt nichts, sich eine Kamera zu kaufen, um professionell auszusehen, aber im Endeffekt dann abblenden zu müssen auf Blende 22, wo man im Endeffekt auch sein Smartphone hätte nehmen können und die Aufnahmen hätten besser ausgesehen als mit Blende 22. Oder solche Sachen wie ein Monitor, um sich selber sehen zu können. Denn Sony hat ja kein Klappdisplay, wie wir ja wissen alle. Das sind alles so Sachen, die kommen so im Laufe der Zeit immer mehr dazu und werden auch im Laufe der Zeit immer wichtiger. Am Anfang sind sie nicht ganz so wichtig, aber deswegen habe ich ja gesagt, wollt ihr einen zweiten Teil dazu haben? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten auch über Feedback in den Kommentaren freue ich mich natürlich auch. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch. Und über ein Abonnement natürlich auch. Und dann würde ich sagen, war es auch mit dem Video. Ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal wieder. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Haut rein, euer André. Ciao.